Hallo Freunde, zu einer weiteren Folge von Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 4. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns in deinem Wort das Wesen der Liebe zeigst. Wir haben gestern gesehen, dass du auch die Liebe zwischen Mann und Frau geschaffen hast, als Bild auch für die Liebe, die du zu uns hast. Lass uns heute etwas lernen über die Liebe, die auch dann uns noch nachgeht, wenn wir uns von dir entfernt haben. In Jesu Namen. Amen. Wir waren in 1. Mose, Kapitel 3, Vers 4. Da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Wenn wir auf die Stimme Satans hören, dann vergessen wir die Kraft des Wortes Gottes und fangen an, auf das zu schauen, was wir sehen, was wir meinen wahrzunehmen. Und dann beginnt eine wahre Kettenreaktion von schlechten Entscheidungen, die nicht nur uns betrifft, sondern auch viele andere Menschen. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schürze. Vielleicht hast du auch schon in deinem Leben erlebt, dass die Versprechungen von Satan ganz leer und nichtig sind. Dass sie glitzern und funkeln und ganz attraktiv erscheinen, aber dann völlig leer und ekelhaft sind. Da bleibt nichts übrig, wenn man sich der Sünde hingibt. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, hinter den Bäumen des Gartens. Wenn wir in Sünde gefallen sind, fangen wir an, Angst vor Gott zu haben. Da rief Gott, der Herr, den Menschen und sprach: Wo bist du? Gott hat nicht gewartet, dass der Mensch zu ihm geht. Gott geht uns nach. Er spricht heute zu dir. Lieber Freund, liebe Freundin, wo bist du eigentlich? Und er antwortete: Ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum habe ich mich verborgen. Da sprach er: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Das ist einer meiner Lieblingsverse. Man hat den Eindruck, Gott behandelt ihn so, als ob er noch gar nicht gesündigt hätte. Hast du etwa davon gegessen? Gott behandelt uns auf jeden Fall immer besser, als wir es verdient haben. Da antwortete der Mensch: Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Frau: Warum hast du das getan? Die Frau antwortete: Die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Die Menschen klagen Gott an, aber Gott verteidigt sich nicht. Er schluckt. Er akzeptiert für den Moment, dass er von Menschen attackiert wird und geht zum eigentlichen Problem. Da sprach Gott, der Herr, zur Schlange: Weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Er hasst die Sünde in deinem Leben und er selbst hat versprochen, dass er Mensch wird, von der Frau geboren, um den Satan zu besiegen. Und zur Frau sprach er: Ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich herrschen. Und zu Adam sprach er: Weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so soll der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang Dornen und Disteln soll er dir tragen. Und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Und der Herr gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Ist euch aufgefallen, dass Gott sagt, der Erdboden soll verflucht werden um deinetwillen? All diese Schwierigkeiten, die Folgen der Sünde sind,
hat Gott zugelassen um unsertwillen. Wenn du heute auf Schwierigkeiten im Leben stößt, dann nicht, weil Gott dich strafen will, sondern weil er dir helfen will, zu sehen, wie schlimm die Sünde ist. Das ist ein Teil seines Trainings, um uns wieder zurück zu ihm zu bringen. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Gott gibt uns das, was wir selbst niemals tun können. Adam und Eva hatten sich Kleider gemacht, aber als sie vor Gott standen, haben sie sich trotzdem nackt gefühlt. Das Kleid, das Gott schenkt, seine Gerechtigkeit, seine Vergebung, das allein kann unsere Schande und Schmach bedecken. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. So schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeitete, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewahren. Gott kann es nicht zulassen, dass ein Sünder ewig lebt. Er liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Und alle restlichen Seiten der Bibel sprechen davon, wie Gott den Sünder wieder zum Baum des Lebens bringen kann. Ohne Sünde. Auch heute will er das in deinem Leben tun. Lass uns noch beten. Lieber Vater im Himmel, auch wenn wir uns von dir entfernt haben, wenn wir gesündigt haben, wenn wir auf Satan gehört haben, lässt du uns nicht los. Du kommst uns nahe und sprichst zu uns und hast versprochen, dass du uns rettest. Dafür danken wir dir im Namen Jesu, der für uns gestorben ist. Amen.